Mission Operations Wardbreaker. Die erste Mission haben wir jetzt also schon fertig. Ja. Und wir sind nicht gestorben. Kein einziges Mal, finde ich toll. Hat was, auch wenn wir so eine, ja, ich will nicht sagen schlechte Waffe hatten, aber es gibt deutlich bessere. Und da geht's auch weiter. Jetzt dürfte es wieder. Ja, ich bin ruhig. Bis gleich. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier werden wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLA? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Ja, also. Entschuldigung. Wir spielen den amerikanischen Sergeant Blackburn, der mittlerweile inhaftiert wurde. Wer weiß warum. Aber ich bin mal wieder ruhig. Verstanden! Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Jo, geht wir. Ich schätze, wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Ein Danke. LAV. Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Also, wir spielen den amerikanischen Sergeant Blackburn. Und der wurde inhaftiert. Und wir spielen jetzt sozusagen die Geschichte nach, um da dieser Attentat, den er gesagt hat, um den zu verhindern. Und, Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Jo. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert falls nötig Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Mal los. Ja, lass uns gehen. Wir sind mächtig zurückgefallen. Wir müssen jetzt diese Patrouille finden.
Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Wieso kann ich nur nicht drücken? Ne? Los! Im Moment erstmal keine Gegner. Das weiß ich. Also los, hopp! So, jetzt kann ich aber endlich wieder sprinten. Das ist schon schön. Narex? Wir gehen hier gerade die Nackenhaare hoch. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet ja, ja. Auf die Ecken. Bleiben wir. Ich komm nicht. Hallo? Ich komm nicht durch, kommt. Was war das denn? Jemand soll dem Rollkommando sagen, ja, es soll danke. Die Munitionslager weiter wegrüsten. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer Größe. Ziemlich will das mal wieder aufmachen? Hallo? Da kommt was zurück. Hier kommt. Oh, 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 oh. Ja, das sieht ganz nach Feind aus. Okay. Zu zweit rüber. Black. Du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Das ist Metkovic okay, da. Okay, unterwegs. Hopp. Du musst aufschließen, Black. Los! Ich bin direkt hinter ihm. Okay. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles. Oh mein Gott! Wie heißt du? Scharfschütze! Werfe rauf, Granate! Chef? Ich bin getroffen! Schaff ihn rein! Oh, ich nicht ganz los! Los. So, unser erstes großes Gefecht. Ja, da wird gleich los. Wie war dein Name? Keine Ahnung. What the fuck? Die haben mich fast down gebracht. Ernsthaft. Zieht schon scheiße viel Leben. Mann. Alter! Da ist einer. Achtung! Sie bewegen sich! Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Da! Zu mir! Zieh nur beim Gebäude! Anderes Ende vom Parkplatz! Chill! Komm von der Seite! Zu mir! Au! Ah! Komm über die Mauer! Fickt euch! Kontakt links! Ich bin getroffen! Hab ich die Typen bekommen? Sieht wohl ganz danach aus. Da. Da, 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 da. Da ist weg, ne? Da ist wieder einer runter. Ja. Der Sniper ist noch da. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Rein, los, los! Gut, helfen wir unserem Kumpel. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wer er heißt. Dude. Dass die Dinger so riesig sind. Wir übernehmen. Hey, Kumpel. Kannst du das spüren? Okay. Dann mal los. Komm, seht um jede Ecke. Penner. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ah, Chefin. Ein zäher Bursch. Ein Leben? Chef. Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Ja, aber selbstverständlich. Der hat Kapschuss bekommen, aber er wird wieder, also. Augen offen halten. Kein Ding. So. Kann ich mich recht nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, hier kommen also doch welche.
keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran oder was? Ja. Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Die AEK ist ziemlich geil, die hat keinen Rückstoß und gleich habe ich eh eine neue Waffe wieder. Gesichert, gesichert. Scheiße! Schieb Kontakt! Mich doch noch nicht. Sieht so. Jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben. Glaub, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los. Ist aber nicht sehr gut. Okay, okay, unterwegs. Und los. Hopp. Los. Okay, unterwegs. Und los. Autsch. Okay. Und jetzt. Der hat's echt einmal geschafft, der Scharfschütze. Sobald er den Kopf raussteckt, nicht zu töten. Verstanden. Ich weiß nicht wie. An die Wand. Aber er hat's geschafft. Rick, warte, bis wir in Position sind. Keine und Gruppe zwar, mehr. Weiter jetzt. Naja, seht ihr gleich noch, seht ihr gleich noch. So. Hopp. Rede mit mir, siehst du was? Alles klar. Los, Montez. Black jetzt! Ich mal auf gut Glück, würde ich sagen. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Ja, gib's mir. Hopp. Danke. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, so. Erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. 3, 2, 1, Feuer frei! Ja, genau das ist mir schon mal passiert. Und was ist das denn für eine Scheiße, ja? Ich bin genau bei Feuer frei. Ja, meine Fresse, ne? Okay, mein erster Fail. Oh Gott. Naja, okay. Schütze, sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten! 3, 2, 1, Feuer frei! Ist der Rückstoß, der war jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Ziel perfekt erwischt! Alles okay? Alles okay. Hat sogar noch jemand geschrieben. Jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3, hier Medivac. Wir haben euren Mann hier unten wieder zusammengeflickt und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medivac. Welche Richtung? Over. Nordseite. Zack. Misfit 1-3, in Position. Sieht alles sicher aus. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ja, das wäre. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Da. Jupp. Zack. Zack. Linke Seite. Ey. Ziel auf dem Dach, direkt geradeaus. Ada. Ja, ich bin nicht der beste Scharfschütze in diesem Spiel. Da kommen noch mehr! Behaltet Straße und Dächer im Auge! What the fuck? Gott, ich hab mit der Granate echt. Wir geben euch Deckung, ihr könnt los. Ein eigenes Team getroffen. Gleich dürfen da welche kommen. Soll das ein Scherz sein? Angriff! Ja, Scheiße, ich bin getroffen! Heul nicht. Misfit 1-3, hier Doc Holliday.
Vielen Dank. Wir sind durch und kümmern uns jetzt um euren Freund. Gut. Sie kommen jetzt immer näher. Ich glaube, die sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Der wäre zu haarig. Ach, schade. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Scheiß Pfadfinder. Soll ich runterspringen? Nee, lieber nicht. Also den soll ich folgen. Okay.